Also direkt vor dem Auftritt merke ich so, leichtes Magendrehen schon, leicht weiche Knie. Und ich sage, du musst ganz schön verrückt sein. Auf was hast du dich hier wieder eingelassen? Das ist ein Nerventest. Und dann geht's los. Kurve, Gab, Kurve, Gab. Und dann musst du so einen Moment so innehalten und sagen, oder? Jetzt gleich. Dann gehen die Schalter Adrenalin voll an. Da-dang, ne? Dann knallt die Band los. Es geht ab. Das ist eine Form von ganz spezieller Magie. Fakt ist einfach, das ist die größte Tour, die jemals ein deutscher Künstler gemacht hat. Viel mehr geht nicht. Also es ist wie so ein kleiner Jungentraum, ne? Abhebegeräte, Raketengedöns und so, ne? Diese riesen Pyro-Show, die geht ja da ein paar Meter hoch, Astronaut spielen und so. 50.000 Leute, da muss natürlich auch eine Welle, eine Druckwelle kommen. Und die Band ist sowieso mehr auf Brett eingestellt, ne? Der Panik-Sound, wie Udo sagt. Das ist eine Ecke härter oder rougher. Quasi so das westfälische AC/DC. Alle Spielkinder. Und das ist eine riesengroße Spielwiese der Fantasie. Eigentlich der edelste Stammtisch, den wir in Deutschland zu haben, bei uns auf der Bühne. Gegen Rassismus, gegen Rechtsradikale. Dafür stehen wir auch alle mit der guten Republik, ne? Ich find's krass, wie sehr die Leute bei den ruhigen Songs das abfeiern, wie denn. Es ist einfach still. Das fühlt sich an, als würde ich jedem Einzelnen das so erzählen. This guy's something different. This isn't just a guy who sings some songs in German. This is a guy who changes people's lives with his music. Also selber auf die Bühne gehen ist auch so meine Passion, ist auch mein Auftrag, ist meine Mission, ist ein großer Teil meines Lebens. Ja, mein Eldorado. Eldorado. So eine Tour dürfte eigentlich nie aufhören. Es ist so schön, diese Art zu leben, ja, ist so schön, müsste eigentlich immer so weitergehen, ne? Und euch gehört.